Ja, hallo und herzlich willkommen zu 10 Minuten Live. Das ist unser Talkformat, wo Sie auch Fragen stellen können. Wir sprechen heute über das Thema Elterngeld und Elternzeit. Und das gibt es jetzt schon seit 13 Jahren insgesamt. Und allein im letzten Jahr haben 2 Millionen Eltern das in Anspruch genommen. Im letzten Jahr gab es jetzt einen deutlichen Anstieg des Elterngeldes. Und heute im Plenum war eine zweite Reform des Elterngeldes. Und hierzu habe ich einen besonderen Gast heute dabei. Das ist Markus Weinberg. Er ist unser familienpolitischer Sprecher der Fraktion. Herzlich willkommen bei 10 Minuten Live. Vielen Dank. Hallo. Meine erste Frage lautet so, das Elterngeld ist ein Erfolgsmodell. Viele Länder gucken sehr neidisch auf Deutschland, was wir da geschafft haben. Sehen Sie das als Familienpolitiker genauso? Ja, Sie haben es ja wunderbar anmoderiert. Das ist, glaube ich, die Erfolgsgeschichte in der Familienpolitik. Denn wir haben erlebt vor mittlerweile weit über 10 Jahren, dass wir eine Lücke hatten nach der Geburt des Kindes mit Blick auf die finanzielle Absicherung der Eltern. Also, das haben wir auch aus den skandinavischen Ländern übernommen, war die Fragestellung, wie können wir dieses erste Jahr nach der Geburt des Kindes oder die ersten 15 Monate, wie können wir die Eltern finanziell absichern? Und das ist halt mit dem Elterngeld, mit der Einführung des Elterngeldes erfolgt. 66%, maximal 1.800 Euro. Und wir merken an den Zahlen, Sie haben es angesprochen, 2019 waren es knapp 2 Millionen, die das Elterngeld in Anspruch genommen haben. Insgesamt über 8 Millionen schon. Das heißt also, wenn Sie die Eltern fragen, die sagen, das war echt die wichtigste Maßnahme mit Blick auf die Situation ihrer Familien und der Stabilisierung in finanzieller Hinsicht. Das Elterngeld, das ist ja eine Leistung, die steht Vätern und Müttern gleichermaßen zu. Wie sieht es denn da bei der Verteilung aus? Wer nimmt es denn in Anspruch, in welcher Zahl? Das interessiert mich jetzt. Ja, als zwar nicht mehr junger Vater, aber als Vater eines gerade mal einer einjährigen Tochter sehe ich ja auch mit Spannung, wie Menschen darauf reagieren. Es ist gelungen, dass wir es geschafft haben und das war auch ein Ziel, dass wir mehr Väter gewinnen können, die sich sagen, ich möchte gerne 2 Monate, das sind die Partnerschaftsmonate, in Anspruch nehmen, auch um mich um das Kind zu kümmern. Das ist auch unsere Auffassung, dass wir sagen, Väter wie Mütter haben die Verantwortung für die Eltern und wir liegen jetzt bei 34% bei den Vätern, weiter gestiegen, allerdings 34%. Sagen wir auch ganz deutlich, ist noch Luft nach oben. Und deswegen wollen wir ja auch flexibilisieren, das Elterngeld. Deswegen wollen wir mehr Möglichkeiten schaffen, auch und insbesondere für Väter, dass sie sagen, Mensch, hier habe ich eine gute Gelegenheit, ein paar Monate mindestens mich um mein Kind zu kümmern. Und das ist, tut allen gut, allen Familienangehörigen. Insoweit, wie gesagt, in Anspruchnahme 34% gestiegen. Und wir wollen es noch weiter nach oben treiben. Ja, morgen, Quatsch. Gerade im Plenum war ja die erste Lesung zu dem Gesetz. Also es soll eine Reform geben. Jetzt macht man ja keine Reform, wenn ein Gesetz schon perfekt ist. Also was wird jetzt verändert, was wird verbessert mit dieser Reform? Perfekt ist ja nichts im Leben, beziehungsweise es verändern sich die Dinge und die Ansprüche und auch die Erwartungen, gerade der Eltern. Und wir haben an mehreren Stellen jetzt Reformbedarf ausgemacht. Also ein sehr gutes Gesetz wird jetzt noch etwas besser. Ich will die 3 Themen gerne ansprechen. Das eine ist das Thema, wenn wir sprechen über Flexibilisierung, habe ich gerade getan, dann wollen wir den Korridor erweitern, den Korridor in der Verbindung, ich bekomme Elterngeld auf der einen Seite, aber ich kann auch bereits wieder erwerbstätig sein auf der anderen Seite, weil viele Eltern spiegeln uns zurück und wir hören, was Eltern sagen und wir setzen das um, was sie möchten. Viele Eltern sagen, ja, wunderbar, das Elterngeld, aber ich würde gerne noch ein bisschen länger arbeiten, damit ich schon langsam in den Beruf zurückkomme. Und deswegen sagen wir, okay, der Korridor wird erweitert, in dem Fall auf 32 Stunden nach oben. Zweiter wichtiger Punkt ist das Thema Frühchen. Sie wissen, 6 Wochen vor der Geburt, vor dem Geburtsdatum, wenn das Kind dann kommt, das ist ein sogenanntes Frühchen und ist entwicklungsverzögert. Und das hat auch Auswirkungen auf das Elterngeld. Und das ist uns gar nicht so bewusst gewesen die letzten Jahre. Aber es heißt, und wir reden hier immer über 17.000 Frühchen im Jahr, das heißt sozusagen, dass bereits ab der Geburt das Elterngeld gezahlt wird. Aber das eigentliche Geburtsdatum war ja 6 Wochen später mindestens. Das heißt also, vorher läuft das Elterngeld auch aus. Und da haben wir gesagt, Mensch, da finde ich es selbstverständlich, dass wir sagen, bei den Frühchen ist es so, dass wir einen Monat länger zahlen. Und das wollen wir jetzt in dem Gesetz umsetzen. Und das Dritte ist Stichwort Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und diejenigen, die ein bisschen sich was dazu verdienen, weil sie zum Beispiel im Museum Vorträge halten oder Führungen machen. Da wollen wir einfach das verbessern für die Arbeitnehmerinnen, für die Arbeitnehmer, für die Eltern, dass sie wählen können, ob sie jetzt sozusagen den Zeitraum nehmen der letzten 12 Monate als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer oder aber das Thema steuerliche Veranlagung. Auf jeden Fall soll es diese Schlechterstellung für diejenigen, die schon nebenbei gearbeitet haben, die soll entfallen. Also 3 wichtige Punkte,
Das sind mehr als nur Stellschrauben, weil wir können damit Eltern was Gutes tun. Und deswegen sind wir auch ein bisschen stolz oder glücklich zumindest, dass wir jetzt diese Reform umsetzen werden. Vielleicht können wir noch mal auf das Thema Teilzeit eingehen. Ich habe mal so in meinem Freundeskreis rumgefragt und da gibt es schon Mütter, die sagen, oh, ich würde eigentlich gern ein bisschen was nebenbei machen. Es gibt ja auch Möglichkeiten, man kann Online-Kurse machen. Also digital ist ja einiges möglich, aber ich meine, es ist wahnsinnig schwierig, in Teilzeit was dazu zu verdienen. Was ändert sich denn da jetzt konkret? Das ist genau ein Punkt, der uns auch gespiegelt wurde, gesagt wurde, und das finden wir ja spannend, die Lebensmodelle von jungen Menschen haben sich verändert, die sagen, klar, im ersten Jahr will ich mich intensiv um das Kind kümmern, aber allmählich will ich auch wieder zurück in den Beruf. Oder ich möchte zum Beispiel eine Weiterbildung vollziehen. Und deswegen haben wir gesagt, dieser Korridor, dass man bereits wieder erwerbstätig sein kann und trotzdem noch Elterngeld bezieht, den müssen wir erweitern. Und deswegen haben wir ihn von 30 auf 32 Stunden nach oben erweitert. Und wir müssen nur ein bisschen aufpassen, das muss man auch ganz ehrlich sagen, dass es dann tatsächlich so ist. Es muss schon ein Unterschied sein, ob man Vollzeit arbeitet oder quasi Vollzeit arbeitet oder ob man dann Elterngeld bezieht. Insoweit kommen wir genau diesen Gedankengängen auch nach und sagen, Mensch, das ist eine stärkere Flexibilisierung für die Eltern, die zwei Stunden mehr arbeiten wollen in der Woche. Da gibt es die Idee vieler Eltern, die sagen, Mensch, vier Tage will ich arbeiten und am fünften Tag möchte ich gerne zu Hause sein, mich um das Kind kümmern. Und das ist damit machbar. Und das ist unser Zielmotiv oder unsere Leitlinie ist immer, sagen, das, was Eltern gerne möchten, dass wir das umsetzen können im Rahmen des Elterngeldes. Was man ja auch oft so gespiegelt bekommt, ist, dass die Antragstellung des Elterngeldes auch ziemlich kompliziert ist. Und da soll es ja auch Verbesserungen geben. Vielleicht können Sie da kurz erklären, was wird jetzt einfacher? Geht es vielleicht schneller? Ich gehöre zu denen, die auch sich diese Formulare mal anschauen durften. Es gibt ja Elterngeld und Elterngeld Plus, war auch eine Reform, die wir implementiert haben mit Blick auf das Thema Flexibilisierung der Leistung. Und tatsächlich ein Problem ist, wenn Sie diese Formulare ausfüllen müssen, die Nachweise erbringen müssen. Und da haben wir gesagt, das ist das Grundthema Digitalisierung, nutzen wir die Digitalisierung auch für Familienleistungen. Und wir haben ja bereits jetzt vor wenigen Wochen ein Gesetz dazu verabschiedet, dass wir die Familienleistungen auch digital beantragen können. Das können wir schon beim Elterngeld. Das wollen wir noch verstärken. Und dann muss es möglich sein, dass man über den digitalen Weg diese Vereinfachung auch hinbekommt. Denn man muss wissen, alles, was man macht als Mutter oder als Vater, das ist Lebenszeit und das ist Zeit, die man nicht für die Betreuung oder die man sonst für die Kinder hat. Und deswegen ist alles, was Zeitersparnis mit sich bringt, Stichwort Digitalisierung, es zu vereinfachen, ist gewonnene Zeit für die Familie. Und deswegen es ist es ein einfacher Weg, ein besserer Weg und ein Weg, der dann auch den Familien zugutekommt. Also Beantragung von Elterngeld in Zukunft mit dem Tablet von der Couch aus zu Hause. Ja, der Idealfall, das ist ja sozusagen unser Wunschgedanke. Unser Wunschgedanke ist, dass man eigentlich alle Leistungen, Kindergeld haben wir schon, Elterngeld, darüber reden wir jetzt, Kinderzuschlag, dass man am Ende des Tages nach Möglichkeit alle Leistungen digital beantragt. Das vereinfacht das Leben ungemein. Gerade für diejenigen, die auch ein bisschen Stress mit ihrer Familie haben, weil sie natürlich auch andere Dinge im Kopf haben. Und das ist sozusagen ein Baustein, den wir da auch jetzt auf den Weg bringen. Und insoweit ist das sozusagen parallel zu den inhaltlichen Veränderungen und Verbesserungen, finde ich, ein großer Schritt für die Familien. Und ich habe auch viele Partner oder Freunde, die sagen mir das auch spiegeln, die sagen, Mensch, also diese Antragstellung und so, macht da mal was. Und wir haben uns auf den Weg gemacht. Ja, reden wir mal über Geld. Wie teuer wird denn diese Reform? Was bleibt beim Steuerzahler denn hängen an dieser Geschichte? Also zum einen muss man sagen, das Elterngeld, das ist toll, dass es ein Erfolgsmodell ist. Heißt aber auch, wir liegen mittlerweile bei 6-7 Milliarden Euro im Jahr Kosten für das Elterngeld. Das ist aber, wie man formulieren könnte, gut angelegtes Geld, denn es stärkt die Familien. Und es führt übrigens auch dazu, dass sich mehr und mehr junge Paare wieder entscheiden, Kinder zu bekommen, weil sie sagen, oh, der Staat bietet mir dieses Elterngeld, er flexibilisiert das, dann ist es auch für mich positiv und eine richtige Entscheidung, dass wir sagen, wir möchten gerne Kinder haben. Und das wiederum ist ja längerfristig für den Staat und für die Volkswirtschaft sinnvoll. Es kostet tatsächlich Geld und auch die Reformen kosten Geld. Und wir haben uns dann aber auch in die Augen geschaut als Koalitionspartner und haben gesagt, wie finanzieren wir das? Und ich finde, und das ist zwingend Voraussetzung, wenn wir in diesen Tagen, in diesen Wochen, Monaten Dinge auf den Weg bringen, müssen wir auch sagen, wer bezahlt es. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen die Höchstgrenze, die lag mal bei 500.000 Euro. Das heißt also nur, wenn Sie mehr als 500.000 Euro verdient haben, dann haben Sie kein Elterngeld bekommen. Das senken wir jetzt ab auf 300.000 Euro. Das heißt also, diejenigen, die 300.000 Euro und mehr verdienen, die werden leider kein Elterngeld bekommen. Aber jetzt müssen wir uns mal in die Augen schauen und sagen, dafür flexibilisieren wir, dafür unterstützen wir gerade diejenigen, die dringend darauf angewiesen ist, auf den Zusatzmonat, Stichwort Frühchen. Und damit kriegen wir auch andere Korridore hin. Und dann finde ich, kann man schon sagen, das ist ein
in Anführungszeichen gutes Geschäft. Auch wenn wir natürlich sagen, der Mittelstand, der muss geschützt werden. Aber nochmal, 300.000 Euro Einkommen, ich glaube, das ist schon eine Familie, die finanziell nicht unbedingt auf das Elterngeld angewiesen ist. Ich würde ganz gerne noch eine Frage von unseren Usern mit reinnehmen. Da hat uns nämlich der Stefan geschrieben, wie wäre es denn mit einem Corona-Elterngeld? Da haben wir lange drüber nachgedacht. Es gibt ja auch die Forderung, in dem Fall einer Mitbewerberpartei, nach einem Corona-Elterngeld. Das haben wir abgelehnt, weil wir gesagt haben, das Elterngeld hat eine besondere Herleitung, nämlich im Gesamtkontext der Familie und des Familienmodells. Was wir bei der Corona-Pandemie gemacht haben, sind sehr zielgenaue Veränderungen, im Übrigen auch beim Elterngeld. Ich will nur zwei Dinge kurz ansprechen, weil wir haben zum Beispiel gesagt, dass wenn man jetzt Krankenschwester ist oder Krankenpfleger und man muss zurück ins Krankenhaus, weil die Corona-Pandemie dringend auf die Kräfte angewiesen ist, dann haben wir zum Beispiel gesagt, für diese Zeit kriegt man das Elterngeld später weiterbezahlt. Das ist zum Beispiel eine sehr konkrete Maßnahme, wo wir gesagt haben, Corona-Pandemie. Oder aber, wenn Sie jetzt in Kurzarbeit sind, wird man die Zeit der Kurzarbeit mit Blick auf als Folge der Corona-Pandemie nicht anrechnen bei der Berechnung des Elterngeldes. Und wir sagen als Union ganz klar, wir wollen lieber sehr zielgenaue Maßnahmen haben, wo man klar sagen kann, da gibt es eine Begründung. Und ein allgemeines Corona-Elterngeld hielten wir dafür nicht passend, weil es einfach auch ordnungspolitisch der falsche Ansatz wäre. Und insoweit sind wir bei konkreten Maßnahmen gerne dabei, auch in den nächsten Wochen und Monaten darüber nachzudenken, was wir tun können. Aber allgemeine Corona-Elterngeld-Geschichten machen wir nicht. Ja, dann sind wir mit unserer Sendung schon am Ende. Ich danke Markus Weinberg, dass er heute mit dabei war. Ich sage nochmal allen Usern, wenn Sie noch Fragen haben zum Thema, schreiben Sie die noch in die Kommentare unter das Video. Wir beantworten die auch im Nachgang noch. Und eine Sache habe ich vorhin falsch gesagt. Die Debatte ist natürlich morgen im Plenum um 9 Uhr. Und wäre toll, wenn Sie einschalten und sich die anschauen und vielleicht beim nächsten 10 Minuten live auch wieder dabei sind. Und ich sage tschüss und bis bald.